Ja, fangen wir an. Carrie. Sein allererstes Buch. Aus dem Jahr 74, wenn ich mich nicht täusche. Genauso alt wie meine Schwester. Lieben Gruß, falls du das sehen solltest. Ist natürlich unfassbar wichtig. Es hat seine Karriere gestartet. Und ist tatsächlich, auch gerade wenn man bedenkt, wie alt das ist, immer noch ziemlich gut. Die Story kennt mit Sicherheit jeder. Es gibt ja auch mehrere Verfilmungen davon. Die bekannteste ist mit Sicherheit die von Brian De Palma. Und ich persönlich finde es sehr interessant, dass er so früh in seiner Karriere schon mit einem weiblichen Protagonisten mit einer weiblichen Protagonistin gearbeitet hat, weil es ist ja immer so eine Sache. Es gibt ganze Social Media Accounts mit Men Write Women. Das kann ja manchmal ein bisschen gruselig werden, wenn Männer Frauencharaktere schreiben. Er selbst hat das hier, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich gut gemacht. Das sagt auch seine Frau, Tabitha King, oder Tabitha King, die diesen Roman der Legende nach aus einem Mülleimer herausgezogen hat, weil King den selbst wegschmeißen wollte. Hast du gut gemacht, Tabitha. Also er muss auf jeden Fall in Great. Das ist, man fühlt wirklich sehr mit Carrie mit, wie sie da als Außenseiterin an ihrer Schule ist, wie sehr sie darunter leidet. Auch das Thema Blut ist ja ein ganz prominentes in diesem Buch. Also ich werde heute übrigens auch nichts spoilen. Ich werde natürlich immer mal grob die Handlung, wenn es mir wichtig erscheint, wiedergeben. Aber man kann danach alle Bücher noch lesen. Ich werde hier nichts verraten. Das nächste ist auch wieder direkt ein sehr bekanntes von ihm, Salem's Lot. Da hat er sich überlegt, wie wäre das, wenn Vampire ins echte Leben kommen, in eine amerikanische Vorstadt. Das ist ja ohnehin ein Thema, was er immer wieder gerne bedient. Und auch hier dafür, dass das schon so alt ist und man dieses Thema ja auch schon ziemlich gut kennt und schon häufig gehört hat. Erstaunlich erwachsen und sich langsam entfaltender Horror, habe ich mir aufgeschrieben. Dazu muss ich sagen, ich habe mich tatsächlich sehr selten bei King gefürchtet. Natürlich immer mal so angenehm gegruselt, aber dass ich das Buch nicht weiterlesen konnte, weil ich so fertig davon war, das ist super selten vorgekommen. Ich werde es natürlich erwähnen, wenn wir heute zu den Büchern kommen, wo das vorgekommen ist. Salem's Lot ist auf jeden Fall keins davon. Ich würde, also das ist heute alles komplett subjektiv. Ne? Ist logisch. Ich pack's mal zu gut. Rage ist das erste Richard Bachmann Buch. Wer Richard Bachmann ist, das führe ich jetzt nicht auch noch aus. Das ist sein Pseudonym und da hängt ja noch eine kleine Story mit hinten dran. Ist jetzt nicht so wichtig. Das Buch selber ist in den USA out of print auf Kings Bestreben selbst, weil er da sehr naiv mit dem Thema School-Shootings umgegangen ist. Und ich habe es tatsächlich mal gelesen. Es ist auf jeden Fall eins seiner schwächsten, finde ich persönlich. Es ist aber noch okay. Unter pur würde ich es nicht packen, das ist zu gemein. The Shining. Braucht man nicht mehr groß viel zu sagen. Ich habe es hier auch liegen. Hier mit Jack Nicholson auf dem Cover. Ist auch etwas Besonderes. Ich habe mir nämlich vorher immer nur King-Bücher ausgeliehen von meinem lieben Cousin Ole. Hallo. Und das hier hat er mir geschenkt, weil das mein erstes eigenes King-Buch sein sollte. Mit Widmung für Ben am 31.01.2007. Vielen Dank dafür. Es ist auch eines seiner besten. Es ist auch allgemein bekannt, dass King nicht der größte Fan der Kubrick-Verfilmung ist. Ich persönlich kann es nachvollziehen. Ich finde den Kubrick-Film auch sehr, sehr gut. Aber den Kern des Buches gibt er nicht wieder, weil auch viel von diesem ja fast schon autobiografischen Aspekt rausgeflogen ist. Ich meine, Jack Nicholson als Jack Torrance, der ist auch Alkoholiker. Aber im Buch merkt man viel von Kings eigenem Charakter dadurch schimmern. Der hat ja auch viel Probleme mit Alkohol in seinem Leben gehabt. Das erwähnt er auch in einer guten Arte-Doku, die vor, ich glaube, 3-4 Wochen auf dem YouTube-Kanal von Arte hochgeladen wurde. Die packe ich auch hier in die Beschreibung. Er meinte, damals hätte er gesagt, Jack Torrance ist bewusst übertrieben und heute, wenn er den mit nüchternem Kopf sieht, denkt er sich, das bin eigentlich 1:1 ich. Also ich hoffe, dass er seine Söhne nie mit einem Cricketschläger ist es, glaube ich, im Buch. Also im Film ist es eine Axt, aber im Buch ist es ein Cricketschläger, dass er die nie durchs Haus gejagt hat. Aber da Owen und
Aber fällt der Name seines anderen Sohns gerade nicht ein. Die sind ja auch beide Schriftsteller. Also da die beiden noch leben, gehe ich von aus, dass es alles noch in Ordnung ist. Ja, es ist auf jeden Fall ganz weit oben. Es ist Pflichtprogramm. Das sagen auch viele über The Stand. Na, tue ich auch. Aber The Stand war nie mein Lieblingsbuch. Also ich finde die erste Hälfte grandios. Wie dann die Welt langsam zerfällt, weil dieses Virus Captain Trips, die Supergrippe, nach und nach unsere Gesellschaft zerstört. Das ist unheimlich eindringlich geschrieben. Und das war auch eine von den wenigen Stellen, wo ich wirklich mal Angst hatte in einem King-Buch. Wenn Larry Underwood, heißt der, glaube ich, der Musiker. Ich meine, ja. Durch diesen dunklen, scheinbar verlassenen Tunnel kriechen muss, wo überall stehengelassene Autos sind und Leichen und er weiß nicht, ist da jetzt doch noch jemand, verfolgt mich jemand, was höre ich da was, bilde ich mir das ein? Das ist wirklich sehr gut. Die zweite Hälfte ist ja wirklich sehr von einer Mythologie geprägt, wenn die zwei überlebenden Gruppen zu Armeen werden und gegeneinander agieren, vor allen Dingen natürlich die Bösen unter der Führung von Randall Flagg, den Namen werden wir heute auch noch ein paar Mal hören. Ja, das war nie so mein Lieblingsbuch. Es ist subjektiv, also ich pack's nur unter gut. Tut mir leid. Als nächstes Night Shift. Eine von seinen vielen Kurzgeschichten-Sammlungen. Und meiner Meinung nach ist das auch seine beste. Da habe ich bei der ersten Aufnahme dieses Videos am meisten gestruggelt, weil ich die ganzen durcheinander geschmissen habe. Was war in welchem Buch? Deswegen habe ich mir hier ein schönes Dokument gemacht und ja, man hat hier dunklen Humor drin, Folklore, Body-Horror und Lovecraftian-Horror. Also das, wenn man King quasi kondensiert haben will, macht man hier mit Night Shift oder Nachtschicht heißt es auf Deutsch, absolut nichts falsch. Das ist eine glasklare Empfehlung von mir und deswegen muss das auch ganz nach oben. Also ich habe jetzt nicht alle Bücher hier liegen, weil dann hätte ich so einen Stapel. Der Mann schläft ja nicht, der Mann schreibt. Das nächste, The Long Walk. Da ist mir der deutsche Titel gerade auch entfallen, weil ich den auch gar nicht kenne. Also ich habe es nie auf Deutsch gelesen. Deutsche Titel bei King sind ja manchmal ein bisschen interessant, also ganz häufig nur als ein einzelnes Wort übersetzt, was manchmal auch gar nichts mit dem Buch so richtig zu tun hat, was King selber auch sehr amüsiert. Ich mach's kurz, The Long Walk ist das beste Richard Bachmann Buch. Ich mag diese Dystopie, die noch nah genug an unserer Realität dran ist. Ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Es spielt in einer nicht näher benannten Zukunft, wo die Menschheit sich relativ langweilt und deswegen gibt es sehr, sehr viele Spiele. Eins von diesen Spielen ist The Long Walk. Da nehmen sehr, sehr viele Leute dran teil und es ist quasi ein Langstreckenlauf. Und wer als letzter läuft, gewinnt. Relativ simpel. Das Perfide ist, wer nicht mehr laufen kann, wer hinfällt oder zu langsam ist oder sich hinsetzt, bekommt Verwarnung. Ist soweit in Ordnung. Wer 3 Verwarnungen bekommt, wird von den Soldaten, die diesen Track die ganze Zeit begleiten, eiskalt erschossen. Das ist eine simple Prämisse, super gut erzählt. Die Figuren sind sehr schön ausgearbeitet. Gehört zu Amazing. The Dead Zone war, glaube ich, der erste King-Film, den ich gesehen habe, mit Christopher Walken. Oh, das war mein Red Dead Redemption-Hintergrundbild. Protagonist, den King hier erschaffen hat, der ist auch sehr, sehr gut und vor allen Dingen erstaunlich ruhig von Walken gespielt in der Filmumsetzung. Das Buch ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein bisschen expliziter, es ist ausgearbeiteter. Man fühlt mehr mit der Figur mit. Trotzdem, der Film ist sehr nah dran. Auch der Antagonist Rex Stilson, super gut gespielt von Martin Sheen. Den hasst man so richtig. Und weil der Protagonist durch seine Gabe der Präkognition merkt, dieser korrupte Politiker, der wird irgendwann den Dritten Weltkrieg auslösen, das muss ich verhindern. Ich musste sehr
an eine Doctor Who-Folge denken. Beziehungsweise als ich die Doctor Who-Folge in der letzten Staffel gesehen habe, musste ich an Dead Zone denken, weil das doch ein paar Parallelen hat. Das ist übrigens eine sehr gute Doctor Who-Folge aus der letzten Season. Da werden wir bei Caban auch in absehbarer Zukunft drüber sprechen. Aber das Buch, Dead Zone, es ist gut. Firestarter. Habe ich eigentlich immer als erstes das Cover des Films mit Drew Barrymore im Kopf. Anfang der 80er müsste das gewesen sein, da ist sie noch recht jung. Man möchte das immer so ein bisschen das Carrie-Abklatsch abtun, weil junges Mädchen, übernatürliche Kräfte, ist es aber überhaupt nicht. Das ist schon eher eine Charakterstudie, dieses Vater-Tochter-Gespanns, die vor bösen Regierungsbeamten fliehen. Es ist ein sehr spannender Thriller tatsächlich, mit vielen Action-Szenen, aber trotzdem auch viel Charakterentwicklung. Ja, vor Salem's Lot? Nee, das... Ja, The Stand muss schon, wenn ich es schon so in Anführungsstrichen schlecht bewerte, das muss schon nach vorne bei gut. Das ist sonst ein bisschen sehr niedrig. Ja, Danse Macabre, ist nicht nur ein sehr guter Ghost-Song. Es ist ein Sachbuch, wo King über seine Liebe zum Horror erzählt. Es ist allerdings auch schon über 40 Jahre alt, deswegen natürlich gnadenlos veraltet. Langer Tag gewesen. Ja, kann man sich mal geben als sympathische Zeitreise, aber mehr ist es auch nicht, muss ich sagen. Roadwork ist leider ein Bachmann-Buch, was mir so Instant Memory Erase hatte bei mir. Das ist average, tut mir leid. Cujo. Ich glaube, der popkulturelle Impact, den dieses Buch und vor allem natürlich auch der Film hatten, ist größer, als die Vorlage eigentlich verdient. Es ist jetzt nicht es ist keinesfalls schlecht. Vor allem, der Hund tut einem so leid, der kann ja nichts dafür, für seine Tollwut. Und das Ende ist im Buch wesentlich düsterer als im Film. Also auf keinen Fall eines der Must-Have-Bücher von King. Aber trotzdem eins seiner bekanntesten. Ich würde es zu gut packen. Allerdings doch vor... Also einige habe ich ja wirklich vor Jahrzehnten das letzte Mal gelesen. Also dann muss man es mir nachsehen, wenn ich das nicht mehr alles so aus dem Kopf habe. So, jetzt wird's hart. Der Anfang der Dunkle Turm-Reihe. The Dark Tower, das erste Buch, The Gunslinger. Die deutschen Titel habe ich schon fast alle wieder aus dem Kopf gestrichen. Ich glaube, das hier, nee, Tod ist das dritte. Schwarz heißt es, genau, Schwarz, warum auch immer. Es war das erste King-Buch, was ich je gelesen habe. Fang nicht damit an. Es ist viel zu verwirrend. Es ist der Auftakt für eine Saga, die mir unheimlich viel bedeutet. Ich liebe dieses Buch, aber es ist ein furchtbarer Einstieg. Und das hier ist bereits die überarbeitete Version. Da hat King dann nochmal ein paar Ecken und Kanten abgeschliffen, ein paar Verweise auf die späteren Bücher eingebaut. Damals, als er das geschrieben hat, da wusste er ja noch gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Und das macht es auch so charmant. Also diesen leicht skurrilen Charakter hat sich die Reihe immer bewahrt. Und weil ich persönlich so sehr an dieser Geschichte hänge, kann ich es nur nach Amazing packen. Running Man hat nichts mit dem herrlichen 80er Actionfilm mit Arnie zu tun, den ich ja auch sehr, sehr gerne mag. Ich würde trotzdem gerne mal eine buchgetreue Verfilmung davon sehen, weil da wird der arme Richards ja durchs ganze Land gejagt. Und es ist auch wirklich super düster und dreckig und abgefuckt. Ja, ist auch ein Richard Bachmann-Buch. Es ist nicht das Beste, das ist immer noch The Long Walk. Aber ich mag The Running Man wirklich sehr, sehr gern. Es ist auch schön kurz tatsächlich, das liest man so weg. Different Seasons, das habe ich doch auch hier liegen. Das habe ich doch gerade noch in der Hand. Mit einem wunderbar nichtssagenden Cover. Das ist eine Novellensammlung. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich das Cover nur so gesehen, hätte ich gesagt, nehme ich nicht mit. Warum? Allerdings wusste ich damals schon, was da drin ist. Ja, The Breathing Method ist eine gute Geschichte, würde mich aber nicht zum Kauf bewegen. Apt Pupil, der Musterschüler, wurde auch mit Ian McKellen verfilmt, in den 90ern, meine ich. Die anderen beiden Sachen wurden auch verfilmt und die sind
doch ein bisschen bekannter, The Buddy, Stand By Me. Und natürlich Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, hierzulande die Verurteilten. Ich weiß nicht, ob der immer noch auf Platz 1 der IMDb-Liste ist. Es ist auf jeden Fall eine fantastische Verfilmung. Ich würde trotzdem empfehlen, auch mal die Vorlagen zu lesen, weil die natürlich andere Aspekte mehr beleuchten, da andere dafür weniger. Es ist auch sowieso immer cool, mal die Vorlagen von allen Sachen zu kennen. Von daher ist es auf jeden Fall Pflicht, diese Novellensammlung zu kennen. Ich würde es hier unter Great einordnen. Pet Sematary. Hey, ich habe das sogar mit dem Cover. Ja, irgendwo habe ich es bestimmt. Ach, da unten. Da ist es. Mit dem Cover, was auch der nette Herr, dessen Nutzernamen ich hier jetzt nicht sehe, in diese Tierlistenvorlage eingefügt hat. Ist so ganz, ganz klassische Gruselgeschichte. Aber auch wirklich eine richtig gute. Das ist ein verfluchter Indianerfriedhof. Eine Sage, die sich darum dreht. Und dann mysteriöse Vorkommnisse, Familientragödie. Also alles, was man gerne so zum Gruseln im Herbst haben möchte. Das ist so diesen klassischen Geschichten, die man King ja immer komplett zuschreibt. Eine seiner besten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unter Great packen würde oder unter Good. Es ist so lange her, dass ich es gelesen habe. Also diese englische Version, die habe ich mir letztes Jahr gekauft, einfach weil ich sie gerne haben wollte. Das Original, Friedhof der Kuscheltiere. Das ist eigentlich auch so ein geiler deutscher Name. Ich habe auch den Film gesehen, den ich auch solide finde. Ich habe auch den zweiten Film gesehen mit Edward Furlong, der richtig beschissen ist. Hat auch nichts mehr mit dem Buch zu tun. Das ist einfach, das könnte Geld bringen. Edward Furlong braucht sowieso immer Geld. Achso, wo packe ich denn Friedhof der Kuscheltiere hin? Unter Vorbehalt packe ich es zu Good. Nee, meine Schwester hatte damals richtig Angst davor. Allein deswegen packe ich es zu Great. Ach nee, gar nicht wahr, das war... Na egal, kommen wir gleich zu. Der Werewolf von Tarka Hills. Oder Tarkas Hills? Tarka Mills? Das ist so lange. Oh. Ja, war eine nette Idee. Das war ursprünglich ein Kalender und dann ist es ein Buch mit Illustrationen geworden und jeden Monat zu Vollmond greift ein Werwolf eine Stadt an und nur ein kleiner Junge kann dagegen was unternehmen. Ja, da war die Idee viel besser als die Ausführung. Ich fand's wirklich nicht gut. Muss ich ehrlich sagen. So. Das ist jetzt etwas, womit ich mich unbeliebt mache. Ich interessiere mich einen Scheiß für Autos. Das Beste daran ist eigentlich der Film von Carpenter, weil der so eine coole Musik hat. Mehr als average finde ich Christine nicht. Aber auf jeden Fall vor den anderen, die hier drin sind. Der Talisman. Die Zusammenarbeit mit Peter Straub, der mir so gar nichts sagt. Also ich weiß, wer das ist, aber ich habe nie was von ihm gelesen. Ich weiß, dass ich dann damals wohl alle einen Horror-Klassiker erwartet haben und das ist der Talisman überhaupt nicht. Das ist eher eine Fantasy-Story mit einem Jungen, der seine Mutter retten will und dafür immer in eine Parallelwelt zu unserer rüberspringt, wo jeder von uns quasi einen Zwilling hat, einen Twinner, wie das da genannt wird. Und in dieser Fantasy-mäßig angehauchten Welt ist die Mutter von, ich glaube, Peter heißt der Hauptcharakter, die Königin und auch die liegt im Sterben. Deswegen muss er sich durch beide Welten so langsam durcharbeiten, um sie zu retten. Natürlich gibt es zwischendurch ein paar Horrorelemente, weil ich meine, die beiden können auch nicht aus ihrer Haut. Es ist aber hauptsächlich wirklich so eine richtig tolle Abenteuergeschichte. Wo es auch manchmal ein bisschen gruselig wird, manchmal auch was, ein bisschen was, kannst du dir auch mal ein Tränchen verdrücken. Ich habe es total geliebt. Ich fand es richtig gut und deswegen packe ich es nach ganz oben. Finde ich super. Eyes of the Dragon hat auch dunkle Turmverbindungen. Das sagen allein die Charakternamen wie Roland oder Randall Flagg. Ist wie ein Märchen geschrieben. Da hat er mal ein bisschen was ausprobiert. Und es funktioniert meiner Meinung nach erstaunlich gut. Ich würde nicht erwarten, sowieso nicht, aber ich würde nicht empfehlen, das nochmal zu lesen, weil dafür fand ich es dann auch nicht spannend genug. Es war liebenswert, dass er das versucht hat. Deswegen packe ich es mal zu gut. Machen wir hinter Cujo. Finner. Ich glaube, Finner war auch ein Bachmann-Buch, wenn ich mich nicht total täusche. Ich meine, da gab es auch einen Film von. Aber gut, es gibt ja so unfassbar viele Stephen King-Bücher. Bücher sowieso, aber Filme auch. Also ich weiß, was da passiert, dass ein Mann immer dünner wird,
weil er verflucht ist, egal wie viel er isst, er kann nicht zunehmen. Ist am Anfang natürlich noch super. Ich meine, nehme ich auch wohl. Aber, also die Schlusspointe ist auch wieder richtig schön fies. Es ist auf jeden Fall besser als Rage. Ich glaube, ich finde es auch besser als Christine. Skeleton Crew ist wieder eine Kurzgeschichtensammlung. Da muss ich wieder auf mein vorgeschriebenes Dokument gucken, weil sonst komme ich damit durcheinander. Skeleton Crew heißt hierzulande ganz toll Blut. Da ist viel... Ja, Stückwerk klingt ein bisschen zu negativ. Aber da sind jetzt nicht unbedingt seine besten Kurzgeschichten drin. Aber bis auf einige Ausnahmen, da ist The Mist drin, was ja auch verfilmt wurde. Da ist The Raft drin. Das wurde in Creepshow 2 auch verfilmt. Das ist auch die einzig gute Geschichte in diesem Film. Die anderen beiden sind leider relativ langweilig. The Raft ist auch so eine richtig schöne, fiese Prämisse. Also richtig simpel. Ein paar Teenager auf dem Floß in der Mitte von einem See und da in diesem See ist ein ekliges Schleimmonster drin, was sie auffressen will. Für eine Kurzgeschichte reicht das absolut als Prämisse. Survivor Type ist auch richtig schön fies und gemein. Also Überlebenstyp heißt es, glaube ich. Ich glaube, sie haben es wortwörtlich übersetzt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das habe ich auch leider nicht hier, sonst würde ich mal eben reinschauen. Aber da ist eine seiner besten Kurzgeschichten auch drin. Travel, der Jaunt, heißt es auf Deutsch. Geht ums Teleportieren und hat schon recht deutliche Space-Horror-Anleihen. Das macht er ganz gerne mal. Das ist auch schon in Nachtschicht in der Geschichte I Am The Doorway. Das ist auch schon Space Horror oder Lovecraftian Horror, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und alleine deswegen, wegen diesen vier Geschichten, ist Skeleton Crew great. It. Stephen Kings IT-Abteilung. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ist vielleicht sein bekanntestes Buch. Ist natürlich immer schwer zu sagen, bei einem Mann, der auch sowas wie Shining geschrieben hat. Oder Green Mile. Für mich vereint das Buch alles, was man an King lieben und hassen kann. Also diese Atmosphäre der kleinen amerikanischen Vorstadt, seine Liebe für den Rock'n'Roll, die Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten, die Außenseiter sind und sich zusammenschließen, die Freundschaft, die teilweise wirklich drastischen Monster-Szenen. Aber halt auch die teilweise sehr eindimensionalen Bullies und dieses heftige Foreshadowing, was er wirklich... Also manchmal übertreibt er es wirklich damit. Und ja, aber das war das letzte Mal, dass sie sich in dieser Konstellation gesehen haben. Und ja, ich meine, die Geschichte spielt auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Das ist nicht wie in der letzten Verfilmung, dass das... erst werden die Kinder behandelt und dann im zweiten Film, gut, da gibt es auch Flashbacks, aber da geht es ja hauptsächlich um die Erwachsenen. Hier wird zwischen den beiden Zeitebenen immer hin und her gesprungen. Das klappt auch meistens sehr gut. Und ja, das ist auch eins der Bücher, die so ziemlich jeder kennt, zumindest vom Namen her. Pennywise ist auch in die Popkultur eingegangen. Und die armen Clownsverbände haben sich, glaube ich, jedes Mal, wenn irgendetwas zu It veröffentlicht wurde, bitterlich darüber beschwert. Aber das gehört nach ganz oben. Ich glaube, da kommt nächstes Jahr auch noch wieder eine Serie zu. Welcome to Derry, wo es dann um die Prequels geht. Und ich meine, dass Bill Skarsgård auch wieder Pennywise spielt. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Aber wir sind mal offen für alles. Ich bin ja nicht so der größte Fan der letzten Verfilmungen. Also von allen Verfilmungen. Die mit Tim Curry ist auch nicht besonders. Nichts gegen Tim Curry, der ist fantastisch als Pennywise. Und ich mag den ersten Film der Neuverfilmung auch sehr gerne. Den zweiten fand ich ein bisschen weird. Der war irgendwie nix. The Drawing of the Three. Das zweite Buch der Dunkle Turm-Reihe. Deswegen heißt es auf Deutsch auch 3. Ist ja logisch. Fühlt sich fast wie so ein kleines Soft-Reboot an, weil das erste Buch, habe ich ja gesagt, das ist noch nicht mit so einem riesig großen Plan in der Hinterhand entstanden. Und dann hat er hier nochmal alles nochmal neu abgeholt. Man ist weiter in dieser sehr, sehr weirden Fantasy-technologischen Welt mit Wegen, die in unsere führt, allerdings auch immer zu verschiedenen Zeitebenen. Also das muss man lieben oder hassen. Mich hatte er damit komplett. Ich habe es ja schon gesagt, die Dunkle Turm-Reihe ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen würde ich das auf jeden Fall zu Great packen. Ja, Misery ist noch so ein Ding, was super bekannt ist, natürlich auch durch den Film mit Kathy Bates, die das auch ganz hervorragend gemacht hat. Natürlich, das ist auch eine ganz grandiose Schauspielerin, hat auch zu Recht, ich meine, sogar einen Oscar bekommen.
wenn man was auf diesen Preis gibt. Mann, so viel labern ist gar nicht so gut für die Stimme. Wer schreibt mir da? Mama. Jetzt nicht Mutter. Misery. Wir waren bei Misery. Sie auf Deutsch. Da wollte man wahrscheinlich ein bisschen noch vom Erfolg von S abcashen. Um das Buch einfach Sie zu nennen hierzulande. Das ist auch ein sehr hervorragendes Werk, wo er fast schon so ein bisschen autobiografisch wird, wo er sich dann auch mit den Schattenseiten des kreativen Schaffenden befasst. Vielleicht sein cleverstes Buch und ist eins der wenigen, die ich wirklich fast in einem Rutsch durchgelesen habe. Das ist auch wieder, ne, kurz fassen. Das haben Steven und ich gemeinsam. Das war nie unsere Stärke. Aber das legt man nicht mehr zur Seite. Gehört auch ganz oben. Tommy Knockers nicht. Das Monstrum auf Deutsch. Laut King Wiki auf Platz 7 seiner längsten Bücher. Oder 6. Auf jeden Fall in den Top 10. Ist mega konfus. Ist auf der Hochphase seiner Kokainabhängigkeit entstanden. Und das merkt man auch sehr deutlich. Alien-Geister, so ein ganz komisches Ende. Nee, Steven, bei aller Liebe, das war nix. Ich meine, als nächstes müsste auch wieder... Ah nee, The Dark Half kommt erst noch. Ja, das ist jetzt gar nicht so unähnlich zu Misery. Also auch wieder die Schattenseiten eines kreativen Menschen. Nur, dass hier sein alter Ego aus dem Buch lebendig wird und Leute ermordet. Das ist eine herrlich weirde Prämisse. Er bringt es meiner Meinung nach nicht ganz gut zu Ende. Also das Buch verliert so nach zwei Dritteln so ein bisschen den Drive, wenn so dieses Gefühl, dieses weirde Gefühl von einer lebendig gewordenen Romanfigur so ein bisschen abgeklungen ist, dann verliert sich es leider so ein bisschen. Deswegen würde ich es zu... Average ist auch ein bisschen gemein eigentlich. Ne? Ah doch, ich packe... Können nicht alles zu gut packen, komm. Sei mal ein bisschen knallhart hier. Das ist das Four Past Midnight. Oh ja, ja, das war, glaube ich, die Kurzgeschichtensammlung, die mir mit am wenigsten im Kopf geblieben ist. Ich habe jetzt gerade nochmal die Titelliste aufgerufen. Also lieber Night Shift oder Skeleton Crew nehmen. Wenn man danach noch mehr kleine Happen haben will, dann kann man sich das natürlich auch gönnen. Er hat schon ein Händchen für Kurzgeschichten. Da ist natürlich auch viel Schrott bei. Ich erinnere mich bei Night Shift an The Mangler, also um die besessene Wäschemangel, die aus irgendeinem Grund 3 Filme bekommen hat. Also ich habe nicht einen davon gesehen, aber es gibt 3 The Mangler-Teile. Needful Things. Aus seinen Büchern, die in Castle Rock spielen, ist das mein Favorit. Weil Leland Gaunt als Antagonist ist einfach so, ach, der ist so herrlich böse durchtrieben. Gut, wenn man bedenkt, wer das ist, dann ist das auch logisch, dass er durchtrieben ist. Aber ich mag diese schöne, simple Prämisse einfach. Das ist so, ach, ein Fremder kommt in eine Stadt, eröffnet da so einen Laden, wo es so viel Krimskrams gibt, so was für jeden. Und er verkauft das für ganz wenig Geld und er sagt, ach, ja, aber spiel doch mal hier als kleine Anzahlung, spiel dir da hinten nochmal so einen kleinen Streich. So baut er nach und nach Antipathien in diesem Ort auf, bevor es am Ende natürlich komplett eskaliert, weil alle sich da gegenseitig hassen. Richtig gut. Würde ich nach vorne bei Great packen. Ja, The Wastelands, das dritte Dunkle Turmbuch, das hat mich komplett in diese Welt reingezogen. Da springt ja auch wieder wild durch alle Zeiten durch. Man ist teilweise wieder in unserem New York im Jahr 1977. Es gibt ein Zeitparadoxon. Es gibt einen riesigen Bärenroboter. Es gibt Blaine, den Terror Train. ich lieb's. Ich pack das Ganze nach oben. Kenn ich nix. Gerald's Game ist ein komisches Buch. Ich würde tatsächlich empfehlen, und das tue ich selten, sich nur den Film, der vor 2-3 Jahren rausgekommen ist, anzugucken von Mike Flanagan. Der Mann hat's einfach drauf. Der fasst alles in dem Buch zusammen, was gut ist, und streicht sehr viel raus, weil in dem Buch gibt es sehr, sehr lange, sehr zähe Passagen. Also worum es geht? Es geht um ein Ehepaar, die ihre zweiten Flitterwochen machen. Und da ist so ein bisschen die Luft raus aus der Ehe. Und er möchte gerne mal ein bisschen
bisschen was Kinky-Stuff ausprobieren. Und deswegen sagt er, ey, darf ich dich ans Bett fesseln? Mal gucken, vielleicht gefällt's dir ja. Vielleicht ein bisschen Pep in die Ehe bringen. Und als er sie dann gerade gefesselt hat und auch so ein bisschen in Wallung kommt, bekommt er einen Herzinfarkt und stirbt. Und dann ist sie in irgendeiner Berghütte, mitten im Wald, ans Bett gefesselt und kommt da nicht raus. Schöne Scheiße. Und dann ist sie natürlich ganz viel mit sich allein, mit ihren Gedanken. Man erfährt was über ihre Vergangenheit, über die Probleme, die sie da hatte, über die Ehe. Das ist auch alles gut geschrieben, also die Figur wächst einem auch wohl ans Herz. Aber da hätte ein bisschen der Rotstift trotzdem ganz gut getan. Aber das Buch hat eine der gruseligsten Szenen, die ich je in einem Buch überhaupt erlebt habe. Ich musste da mehrfach zurückblättern, weil ich das so, nicht weil ich es nicht lesen konnte, aber weil ich es einfach so, ich hatte Gänsehaut. Und das kommt selten vor, habe ich ja vorhin erwähnt. Und das ist eigentlich schade, dass das in so einem Buch drin ist. Aber alleine dafür, und weil es auch generell nicht unbeliebt ist, ich würde es ans Ende von Good packen. Dolores, also auf Deutsch heißt es nur Dolores. Gott, wie heißt der denn nochmal? Claiborne? Ich glaube Claiborne. Habe ich lange so gar nicht wahrgenommen. Ich habe das auch erst vor... Ja, es war noch während der Pandemie, also es ist schon wieder ein bisschen was her, aber ich habe es da erst gelesen und fand es sehr überraschend. Man muss dafür in der Stimmung sein, weil es wirklich was ganz anderes ist. Es geht um eine Frau, die quasi eine Lebensbeichte ablegt und die ein nicht so tolles Leben gehabt hat. Und das ganze Ding ist ein kapitelloser Monolog. Aber, wie wir es schon gemerkt haben, wie wir schon bei seinem allerersten Buch gemerkt haben, wie es dann auch viele Frauen bestätigt haben, der Mann kann Frauen schreiben. Das ist nicht selbstverständlich, habe ich gesagt. Ne? Ich habe ja auch mal als Lektor in einem Buchverlag gearbeitet. Es ist manchmal wirklich gruselig, wenn Männer weibliche Charaktere schreiben. Na gut. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Na, es ist gut. Nightmares and Dreamscapes ist nochmal wieder eine Kurzgeschichtensammlung. Mein Gott, schreibt der Mann viel. Albträume heißt es auf Deutsch, genau. Ah ja, da ist The Night Flyer drin. Das Ende des ganzen Schlamassels. So eine ganz interessante Version eines Weltuntergangs. 10 Uhr, Leute. Der Fall des Doktors hat nichts mit Doctor Who zu tun, leider. Das wäre natürlich cool. Stephen King Folge von Doctor Who. Würde ich mir angucken. Kann man sich mal, auch da, das werde ich jetzt bei vielen Kurzgeschichtensammlungen sagen, also die einzige, die wirklich extrem heraussticht, ist für mich Night Shift. Und mit ein bisschen Abstrichen noch Skeleton Crew. Aber die sind alle gut. Fast alle. Da kommt am Ende noch eine. Die ist da habe ich mich wirklich gelangweilt. Insomnia ist so ein Ding. Ich habe natürlich, bevor ich das hier jetzt gemacht habe, mir häufig mal so Listen angeschaut von anderen Fans, was die von allen Büchern halten. Und Insomnia kommt da gar nicht so gut weg. Es ist auch wieder sehr, sehr lang. Teilweise wirklich sperrig. Weil auch so lange gefühlt nichts passiert. Wie der Titel verrät, es geht um einen, ich glaube Rentner ist er schon, der nicht schlafen kann, weil er scheinbar seltsame Dinge sieht. Es spielt in Derry, also da, wo auch S spielt, 20 Jahre später. Mike Hanlon kommt als Charakter auch nochmal kurz vor. Das ist ja sowieso immer cool, weil so viele Geschichten von King zusammenhängen. Also man kann ja die auch alle unabhängig voneinander lesen, aber das ist immer schön, wenn man da mal wieder so, ach hier, den kenne ich auch, oder ach hier, der Ort, oder jetzt spricht er da von den Geschehnissen aus dem Buch. Und wenn man die Bücher nicht kennt, dann nimmt man das so zur Kenntnis, und wenn man das kennt, hat man so einen schönen kleinen Moment. Und über allem schwebt natürlich der Turm, der auch in Insomnia eine große Rolle spielt. Das Ende hat tatsächlich sehr, sehr starke Bezüge auf das letzte Buch vom Dunklen Turm. Ob man sich bis dahin durcharbeitet, das bleibt jedem einzeln überlassen. Bei mir hat es sehr gut funktioniert, weil ich das Buch zu einer Zeit gelesen habe, wo es mir persönlich nicht so super ging und auch nicht viel geschlafen habe. Da habe ich kaum gepennt. Und da war ich, glaube ich, immer in so der richtigen Stimmung für dieses Buch. Alleine deswegen habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Würde es tatsächlich relativ weit hochsetzen. Einfach, weil das ist ja meine persönliche Liste hier. Rose Madder. Ach, das Bild! Stimmt, das Bild heißt es auf Deutsch, genau. Da ist King selbst auch nicht der größte Fan von. Es ist so eine Frau, die vor ihrem brutalen Ehemann flieht. Das ist auch wieder sehr bedrückend geschrieben. Das kann er ja einfach. Und auch da macht er am Ende wieder so Verbindungen zum Dunklen Turm auf. Und da klappt der Spagat so
so mittelgut. Ja, da hat er sich ein bisschen mit der Idee da verhoben, was er da machen wollte. Es ist aber trotzdem... Ja, ich glaube, ich finde es besser als The Dark Half. Ach, Desperation und The Regulators. Das war diese Doppelgeschichte. Also, The Regulators ist von Richard Bachman und Desperation ist von Stephen King. Da kommen dieselben Charaktere drin vor, allerdings verhalten die sich komplett anders und erleben auch andere Sachen. Ja, war auch wieder mehr so ein nettes Experiment. The Regulators fand ich wirklich relativ schwach. Nee, ich würde es tatsächlich zu pur packen. Da habe ich mich doch leider durchgequält, muss ich zugeben. Desperation ist ein bisschen besser, auch weil er da diesen fiesen Sheriff als Charakter hat. Da gab es auch einen Film von. Ich glaube, Ron Perlman spielt den Sheriff sogar. The Green Mile. Kennt jeder, ist auch die Geschichte, wo man am häufigsten hört, ach, das ist auch von King, ja. Und auch da würde ich jetzt keinen Strick draus sehen, wenn er sagt, nee, mir reicht es, wenn ich den Film gucke. Der Film drückt natürlich extrem auf die Tränendrüse, aber das macht er ja gut. Also, zeig mir einen, der da keinen Kloß im Hals hat. Ja, ich glaube, da ist er gut aufgehoben. Wizards in Glass. Glass, das vierte Dunkler Turmbuch, ist bei ganz vielen ganz oben in ihren Bewertungen. Ich finde es auch saugut. Ich weiß aber noch das Gefühl, was ich damals hatte. Also ich habe ja zum Glück die Dunkelturm-Reihe komplett am Stück durchgelesen. Also ich musste jetzt nicht, wie so viele andere, teilweise jahrzehntelang auf ein nächstes Buch warten. Game of Thrones-Fans oder Song of Ice and Fire-Fans kennen das Gefühl. Ja, und als ich dieses Buch, das ist ja auch sehr, sehr dick, dann bekommen habe, ich war super gespannt, weil The Wastelands mit so einem schönen, spannenden Cliffhanger endet. Da gibt es ja auch Stories von King, dass er meinte, er hat dann Post von Leuten bekommen, die Krebs haben und ihn angefleht haben, bitte verrat mir, wie das weitergeht. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr leben, wenn das vierte Buch kommt. Ich habe nur noch ein Jahr. Ein Großteil von der Geschichte nach der Auflösung des Cliffhangers ist Roland, wie er von seiner Jugend erzählt, wie es zu seiner Besessenheit für den dunklen Turm gekommen ist und auch von seiner ersten großen Jugendliebe. Das ist teilweise richtig herzergreifend. Es ist auch wieder super viel Worldbuilding drin und ich liebe ja die Welt des Dunklen Turms. Aber es führt die eigentliche Hauptstory ja wirklich nur so am Rande weiter, weil sehr, sehr, sehr viel dieses Buches ist eine Rückblende, die sehr schön ist, aber eben nicht zum großen ganzen Beitrag, ist ein bisschen hart, aber deswegen packe ich jetzt nur zu Amazing. Und ich glaube, ich packe es hinter Ganzlinger. Wie gesagt, das ist eine super subjektive Liste, aber Ganzlinger hat mich einfach so umgehauen mit all seiner Weirdness. Bag of Bones, das ist Sarah, ist ein sehr hartes Buch, weil er da auch wirklich unangenehme Themen wie Missbrauch und sowas anspricht und auch Rassismus ist da ein großes Thema. Und auch hier gibt es tatsächlich eine Szene, da wo ich ein bisschen kleine Gänsehaut hatte. Das ist einfach eigentlich so ein Standard-Horror-Trope. Komische Stimme kommt aus dem Dunkeln, aber die Umsetzung ist super. Das Dumme ist, ich weiß fast gar nichts mehr von dem Buch. Und es ist noch nicht so lange her, als ich es gelesen habe. Und das spricht dann nicht so sehr dafür. Deswegen packe ich es mal nur zu... Gut. The Girl Who Loved Tom Gordon. Das Mädchen auf Deutsch. Da waren sie auch wieder super. Eine Geschichte, die mich sehr, sehr erwischt hat. Also ich selber habe keine Kinder, aber ich weiß von Leuten, die Kinder haben und die konnten das nicht so gut lesen, weil da geht es um ein kleines Mädchen, die im Wald verloren geht. Ganz allein sich da durchschlagen muss, durch so einen richtig gruseligen Wald. Und natürlich hat sie dann Visionen von irgendwas. Ich meine, wir sind ja hier bei King. Aber diese Angst dieses kleinen, unschuldigen Mädchens ist wirklich sehr, sehr beklemmend geschrieben. Und deswegen packe ich es zu Great. Ja, doch, das hat es verdient. Hearts in Atlantis habe ich hier. Atlantis ist eine Novellensammlung und das ist Stephen Kings Abgesang auf die 60er. Ich kenne das natürlich nur aus Dokumentationen und ein bisschen Erzählungen von meinem Vater oder von meinen Eltern, wie das damals war. Auch hier ist wieder eine Geschichte mit dunkler Turmbezug. Man merkt, das zieht sich da immer so ein bisschen durch. Es ist schön, aber mehr auch nicht. Gut ist in Ordnung. On Writing. Das Leben und das Schreiben wird auch Leuten empfohlen, die mit Stephen King gar nichts anfangen können, weil es kein Roman ist. Es ist eine Beschreibung seines Lebens als Autor. Es ist ein Ratgeber für Leute, die selber schreiben wollen oder selber
generell kreativ sein wollen. Und wenn dich dieses Buch nicht motiviert, kreativ zu sein, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Also immer, wenn man vielleicht mal auch ein bisschen an seinen Fähigkeiten zweifelt, also bei mir kommt natürlich auch dazu, dass das einer meiner Lieblingsautoren ist, dann ist es, hat es natürlich noch einen extra Bonus, aber auch, das kann man jedem in die Hand drücken und es wird funktionieren. Garantiere ich. Wenn man einen Funken Kreativität in sich hat, ganz nach oben. Yay, Dreamcatcher, unser erster Discordia-Kandidat. Ey, sorry. Das ist noch weirder als Tommyknockers. Tommyknockers komplett auf Koks geschrieben, Discordia komplett auf Painkillern geschrieben, weil das damals nach seinem schlimmen Unfall war, wo ihn dieser Besoffene umgemangelt hat, der fast gestorben ist. Also da war er überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne, der arme Mann. Er selber sagt ja auch, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, das Buch geschrieben zu haben. Und es ist auch wieder so elend zäh. Also es ist ja noch nicht mal unterhaltsam schlecht. Es ist einfach nur so, was geschieht denn hier? The Black House, das schwarze Haus, ist das nächste Werk, was er mit Peter Straub zusammengeschrieben hat. Hier, wir erinnern uns, der Mann, mit dem er Der Talisman geschrieben hat. Ist auch eine Fortsetzung, weil es den gleichen Hauptcharakter hat. Aber das hat nicht mehr so ganz geklickt. Das hat gar nichts mehr von dieser märchenhaften Atmosphäre, die der Vorgänger hatte. Es ist unter der Last erstickt, dass er da auch wieder viel vom Turm reinbringen wollte. Es ist jetzt so die Phase, wo ihn sehr viele Leute genervt haben. Bring doch mal den dunklen Turm zu Ende. Wie geht denn das da weiter? Und das funktioniert in diesem Buch leider gar nicht. Es ist nicht schlecht, also es ist nicht poor, aber mehr als average ist es nicht. Weil es aber gut geschrieben ist, aber das, was geschrieben ist, halt nicht so aufregend ist, würde ich es hier hinpacken. From a Buick 8 hatte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Schon wieder so ein Autobuch. Autos interessieren mich nicht. Was habe ich mich geirrt? Richtig, richtig toll. Und teilweise ganz schön weird. Ein Junge verliert seinen Vater und arbeitet dann, um sich auch ein bisschen die Zeit zu vertreiben, auf andere Gedanken zu kommen, in der Polizeistation, wo sein Vater gearbeitet hat. Und entdeckt diesen Buick in, ich glaube, in einem Schuppen da in der Nähe. Und jeder dieser Polizeibeamten erzählt eine Geschichte, die er mit diesem Wagen erlebt hat. Das ist teilweise ganz schön, teilweise komplett weird und nimmt doch erstaunlich große Dimensionen an. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Fand ich ein gut, erstaunlich gutes Buch. Hat mich positiv überrascht. Ich würde es sogar relativ weit nach vorne packen. Ah, die nächste Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, so viele kommen nicht mehr. Im Kabinett des Todes heißt es auf Deutsch. Everything's Eventual. Sind auch wieder viele drin, die okay sind, einige drin, die sind weird, aber auch zwei, drei, die richtig toll sind. Da ist zum Beispiel drin, der Straßenvirus zieht nach Norden. Eine schön simple Prämisse, immer wenn einer aufs Bild kommt, guckt, was da in seinem Haus hängt, sieht er diesen komischen, creepy Typen, der da drauf ist, immer ein Stück näher gekommen. Und irgendwann ist er auf seiner eigenen Straße und da steht er vor seinem Haus. Und auf einmal ist er in seinem Haus, also immer kommt immer näher. Es ist im Prinzip wie dieser YouTube-Horrorfilm, der vor ein paar Jahren viral gegangen ist. Wo sie auch einen Film rausgemacht haben, wo sie gemerkt haben, vielleicht funktioniert die Prämisse doch nur für 2 Minuten und nicht für 90. Was war da noch drin? Oh ja, 1408, 1408, wo es ja auch einen meiner Meinung nach sehr, sehr guten Film mit John Cusack gibt. Eine John Cusack-Solo-Show. Gibt Schlimmeres. Der Mann kann das ja. Und wer nur den Film kennt, der sollte auf jeden Fall die Kurzgeschichte lesen, weil die ist ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen, ja, top of average ist in Ordnung. Wolves of the Color, das ist Wolfsmond, das 5. dunkle Turmbuch. Und da dreht er komplett frei. Da hat er sich, ich wollte gerne noch einen Zeitsprung reinbringen. Und ich würde gerne noch einen Charakter aus Brennen muss Salem, also aus Salem's Lot, wieder einbauen. Warum? Ja, weil ich es kann. Und vielleicht gucken sie auch nochmal in die Welt von The Stand rein. Und ja, ich mache eine Harry Potter-Referenz und die Wölfe sind eigentlich Roboter, die die Stadt angreifen. Und oi, der Billy Bumbler kann tanzen und ja, warum auch nicht? Das ist wirklich. Ja, es ist great. Song of Susanna, das ist das 6. Dunkelturmbuch und es ist quasi nur ein großes Präludium fürs große Finale. Also man merkt, er will einfach nur Schachfiguren in Stellung bringen und das ist dann legitim.
Er muss darauf stehen, dass er sich selbst einbaut. Also, dass seine Romanfiguren ihn, den Wortschmied Stephen King, treffen. Gut, die Eier musst du erstmal haben. Es ist das schwächste Dunkelturmbuch. Nein, da kommt noch ein anderes. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Aber es ist immer noch gut. Die Welt, die reicht es halt für mich raus. Und es ist das sechste Buch. Man hat die Charaktere zu diesem Zeitpunkt lieb gewonnen. Jetzt haben wir das große Finale. The Dark Tower, der Turm auf Deutsch. Auch wieder ein richtiger Brocken. Ich sehe, es steht da hinten im Regal, da stehe ich jetzt nicht. Finde ich für auf, habe ich keine Lust. Da war ich sehr aufgeregt. Weil man hört von diesem ominösen dunklen Turm, dem Zentrum aller Welten, ja wirklich immer nur so aus dritter Hand. Man sieht ihn im Buch ja nie so richtig. Und jetzt ist Roland so langsam am Ende seiner Reise angekommen. Und ich weiß, dass das Ende sehr, sehr kontrovers aufgenommen wurde. Ich war am Anfang auch sehr verwirrt. Als ich es dann das erste Mal durch hatte, dachte ich auch so, okay. Ich hätte immer noch ein anderes lieber gehabt, aber ich kann damit leben. Es ist jetzt kein Game of Thrones Staffel 8. Es ist kein Mass Effect 3, also das ursprüngliche 2 Minuten. Wir scheißen auf die Fans Ende, was sie da mal eingebaut hatten. Und die Reise, die ich da erlebt habe mit Rolands Quartett, die ist mir so unfassbar wichtig, dass ich das letzte Buch wirklich sehr, sehr liebe. Und das gehört auch zu Amazing für mich. Ja, The Colorado Kid. Ich verstehe nicht, was er mit diesen Hard-Case-Crime-Dingern machen will. Ja, es ist so ein bisschen an diese trashigen Krimi-Reihen aus seiner Jugend, glaube ich, angelehnt. Ja, ist süß, dass er das mal versucht, aber mein Gott, habe ich mich bei diesem Buch gelangweilt. Cell. Geht um einen Dragon Ball-Bösewicht? Nein. Auf Deutsch heißt es Puls. Ich habe es damals an einem Bahnhof gekauft, als ich zu meiner damaligen Freundin gefahren bin und eine lange Zugfahrt vor mir hatte. Ja, geil, neues King-Buch. Blind gekauft. Wird ja zumindest solide sein. Das erste Kapitel hat mich richtig umgehauen. Da geht's darum, dass einfach ein Großteil der Menschheit innerhalb von einer Sekunde, zack, ausrastet. So ein bisschen so 28 Days Later mäßig. Warum sie das tun, ist, weil ein komisches Signal über alle Handys der Welt gesendet wird. Das Grauen kommt nicht aus Gräbern oder aus dem Weltraum. Es ist mitten unter uns und steckt in jeder Handtasche. Das Handy ist ein moderner Heilsbringer. Doch in Stephen Kings Puls kommt mit dem Klingelton Wahnsinn und Tod. Hätte ich mir vorher durchlesen sollen. Obwohl ich glaube, gerade dann hätte ich es erst recht haben wollen, weil das so bescheuert klingt. Es ist leider nicht bescheuert. Es ist unfassbar zäh und langweilig. Man hat so den Eindruck, die Charaktere haben überhaupt kein Ziel. Wie gesagt, das erste Kapitel ist echt cool. Und dann laufen die halt so rum. Dann hat es sehr viel von diesen ganzen Filler-Folgen, die Walking Dead ja auch so zerstört haben. Nee. Ja, ich tue es noch vor Colorado Kid, weil da kann ich mich bei Cell zumindest noch an das erste Kapitel erinnern. Lysis Story heißt Love. Diesen Zeilenumbruch finde ich sehr, sehr gruselig auf diesem Cover. Also ich habe es offensichtlich schon mal gelesen, sonst hätte ich es ja hier nicht liegen. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich musste mir gerade eine Zusammenfassung durchlesen. Genau, das war das Buch, wo man sehr gemerkt hat, wie sehr er seine Frau liebt. Das ist auch super süß. Aber darunter leidet diese ganze Gruselgeschichte, die er da erzählen will. Also wie gesagt, ich finde das super niedlich. Also ich finde das auch toll, wie eng die beiden immer noch miteinander sind. Und ich habe auch ein, zwei von ihren Büchern gelesen. Die ist jetzt nicht die beste Schriftstellerin der Welt, aber Small World heißt, glaube ich, eins von den Büchern. Das ist gut. Also die hat es auf jeden Fall auch drauf, die Dame. Lysis Story ist aber ein bisschen zerfasert. Ich würde es aber trotzdem so in die Mitte von Average packen. Blaze ist das letzte Richard Bachmann-Buch, weil auf dem Dachboden wurden noch Sachen von ihm gefunden, nachdem der arme Mann an Pseudonymkrebs gestorben ist. Ach ja. Er geht um einen geistig etwas eingeschränkten Kleinkriminellen, der ein Baby entführt von reichen Eltern und mit diesem Baby so eine ganz komische... Ne, komische Verbindung klingt jetzt, das ist irgendwie creepy. Nein, so dieses, sich um dieses Kind kümmern zu müssen, das verändert ihn. Und es ist auch echt cool geschrieben, weil immer, wenn wir es aus seiner Sicht sehen,
dann ist das auch, man merkt, dass der Mann nicht so clever ist. Dass der eigentlich ein guter Mensch ist, der auf schiefe Bahn geraten ist, aber der ist ein bisschen dumm. Lieb, aber dumm. Das Problem ist, auch hier wieder, wie ich vorhin sagte, kurz fassen, nicht so seine Stärke. Und das ist hier auch wieder, das wäre als Kurzgeschichte, glaube ich, richtig gut geworden. Das hätte kein eigenes Buch sein müssen. Du, Marquis, wo bist du? Wahn. Ähnliche Situation. Damals am Bahnhof gekauft. Ich hatte mir auch nicht so viel davon erwartet. Ich hatte gedacht, ja, cool, ich brauche wieder ein bisschen was für eine lange Zugfahrt. Und Stephen King geht ja eigentlich immer. Nach einem schrecklichen Unfall sucht Edgar Fremantle auf einer einsamen Insel Trost in der Malerei. Die Insel übt aber eine dämonische Macht aus. Und bald schon entwickeln Edgars Bilder ein unheimliches Eigenleben. Ja, klingt ja nach einem soliden Gruselspaß. Es hat mich komplett erwischt. Auch das ist in besten Listen immer relativ weit unten, so im letzten Drittel oder in der Mitte ungefähr. Dumaki hat mich komplett aufgesogen. Auch da wieder, wie bei so vielen Büchern, das Wichtigste bei mir, bei Stephen King Büchern, ist immer so das Abseits des Horrors. Also ich stehe auf Horror und ein bisschen Gesplatter und nehme ich immer gerne. Aber wie er da beschreibt, wie Leute mit wirklich einschneidenden Erlebnissen in ihrem Leben klarkommen müssen. Wenn sich alles auf den Kopf stellt. Also der Mann, der hier diesen schrecklichen Unfall hat, der Edgar Fremantle, ist Besitzer einer großen Baufirma und verliert bei einem Unfall seinen Arm und kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Und daran zerbricht auch seine Ehe und da wird sehr, sehr viel Zeit drauf verwendet, wie er da so langsam zerbricht, aber dann auch sich wieder aufbaut. Und natürlich gibt es auch ein Mysterium auf dieser Insel und es ist gruselig und ist es wirklich? Also ich finde das ganz großartig. Das ist für mich eins seiner besten Bücher. Amazing. Ich lieb's. Ja, Just After Sunset ist die nächste Kurzgeschichtensammlung. Ich habe auch eigentlich keine Worte mehr dafür. Ich pack's direkt zu Average. Ist in Ordnung. Kann man mitnehmen. Muss man nicht. Tut keinem weh. Under the Dome. Also das ist auf Deutsch nicht auch so einen richtig dummen Namen? Die Arena. Hat übrigens nicht nur einen richtig dummen Namen, sondern auch eine richtig dumme Serie. Oh, furchtbar, die ist richtig, richtig schlecht. Guckt euch das Intro an, das reicht. Da gibt es eine coole Szene, wo die Kuh von dieser Kuppel halbiert wird. Den Effekt haben sie auch irgendwie 1000 Mal gezeigt, aber sonst... Das Buch hat einen der besten Antagonisten, die King je geschrieben hat. Obwohl der auch eigentlich super eindimensional ist. Der ist einfach so einer, den hasst man, den Big Bill. Aber, sag mal, das macht er auch sehr gut, die Leute gegen sich aufzubringen. Miese Ratte. Ja, es ist auch, ich glaube, auf Platz 2 seiner längsten Bücher. Das ist auch wirklich lang. Die Prämisse ist super simpel und super cool. So eine Kuppel senkt sich auf eine amerikanische Kleinstadt herab und es kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Und so langsam gehen die Leute sich dann da unter dieser Kuppel an die Gurgel. Parallel dazu wollen sie natürlich immer herausfinden, was ist das überhaupt? Warum passiert uns das? Aber da drin bilden sich dann Gruppen und einige sind dann sehr radikal, einige wollen das doch etwas besonderer angehen. Ich finde das sehr lustig, dass dann einer der Plotpunkte ist, dass die Leute merken, hier Big Bill, das ist der Antagonist, den ich erwähnt habe, der Bürgermeister, wo die merken, ich glaube, der ist wahnsinnig, weil er sagt, so, ich nehme euch jetzt mal allen die Waffen ab. Und wo man sich so als Europäer denkt, ja, sei nicht eine gute Idee. Wir sind ja alle eingeschlossen. Die Leute werden immer nervöser. Vielleicht sollten wir die Waffen erstmal sammeln, damit hier keiner ausrastet. Aber in Amerika, was? Der will uns die Waffen wegnehmen? Das Schwein! Der muss doch wahnsinnig sein. Ach, herrlich. Ja, Under the Dome ist aber auch so ein Musterbeispiel für dieses Klischee, dem ich nicht zustimme, dass Stephen King keine Enden schreiben kann. Aber in dem Fall hier ist es leider so. Ich finde die Auflösung relativ bekloppt. Also sie ist mutig, aber ich finde sie bekloppt. Aber irgendwie musste man das ja auflösen. Aber da hat er sich ein bisschen in diese Prämisse, glaube ich, verliebt. Die ist ja auch cool, aber... Es ist ein gutes Buch. Aber wir haben es auch fast geschafft, guck mal. Full Dark No Stars ist die nächste Kurzgeschichtensammlung. Entschuldigung, Novellensammlung. Zwischen Nacht und Dunkel war der deutsche Name. So, das ist echt der Name. Ja, es sind ein paar Novellen drin, die sind alle... richtig düster und richtig dreckig. Und die beste ist meiner Meinung nach 1922. Wurde auch verfilmt vor ein paar Jahren mit Frank Castle, wollte ich gerade sagen. Aber das ist der Punisher. Hier, der Punisher, wer ist der denn? Thomas Jane.
Man versteht ihn nicht so gut, weil er mit einem heavy Südstaaten-Akzent spricht. Aber auch hier, ich kann das nicht. Ich bin halt nicht so ein Fan von den Kurzgeschichtensammlungen. Also die, die gut sind, sind grandios. Aber da ist halt auch so viel Stückwerk drin. Es gibt eigentlich nur eine, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Die fand ich wirklich langweilig. Ja, da sehe ich es schon. Schieb sie direkt hier, pur. So, if it bleeds. Boah, fand ich furchtbar. So, haben wir es direkt erledigt. Ist hier noch eine bei? Dann haken wir das mal eben schnell ab. Wo bist du denn, Elevation? Hab ich doch gerade noch gesehen. Da. Die ist auch eher average, sogar Endspektrum. Was mir eigentlich wirklich im Kopf geblieben ist, ist, dass er da eine Geschichte mit der LGBTQ-Plus-Thematik untergebracht hat. Was an sich löblich ist, aber er... Also, das ist eine gut gemeinte Geschichte, aber er geht schon sehr naiv an das Thema ran. Aber immerhin hat er es versucht. Ne? Das ist auch nicht bösartig, das ist in Ordnung. Aber da merkt man so, na, vielleicht hat er sich noch nicht so ganz mit dem Thema beschäftigt. Das ist aber auch in Ordnung. Hier waren noch ein, zwei. Bazaar of Bad Dreams, die war, soweit ich weiß, ein bisschen besser. Muss mal eben kurz reinschauen. Desperation ist auch ein bisschen sehr hoch. Nee, da sind die Kurzgeschichtensammlungen schon besser als das hier alles. Weil die kann man sich immer mal geben. Auch Rage würde ich nochmal ein bisschen abwerten hier. Ist hier noch eine Kurzgeschichtensammlung, die sich darin versteckt? Oh ja, stimmt, You Like It Darker, das aktuellste. Habe ich tatsächlich auch erst letzte Woche durchgelesen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich so lange keine von diesen Kurzgeschichtensammlungen mehr gelesen habe, aber die fand ich gut. 11-22-63. Der Anschlag. Es ist, wie üblich, ein richtiger Brecher. Zeitreisegeschichte. Wenig Horror drin. Also ist gar kein Horror drin. Ein Großteil, also der wichtigste Aspekt dieses Buches ist eine Liebesgeschichte. Es geht um einen Mann, der von einem guten Freund den Auftrag bekommt, in die Vergangenheit zu reisen, weil sein guter Freund hat eine Möglichkeit gefunden, durch eine Art Zeitloch, wenn er da durchgeht, kommt er immer am gleichen Tag raus, in einem Septembertag, glaube ich, war es, des Jahres 1958. Und wenn du da bist, was veränderst und gehst dann wieder durch dieses Loch zurück in deine Zeit, dann hat diese Änderung Bestand. Wenn du dann allerdings nochmal wieder durch das Loch zurück ins Jahr 1958 gehst, dann wird quasi alles resettet. Und er fasst dann den Plan, die Ermordung von John F. Kennedy zu verhindern, was ja im Jahr 1963 geschehen ist. Das heißt, man müsste 5 Jahre in dieser Zeit leben, weil man kann ja wirklich immer nur zum Punkt 58 zurückkehren. Das Dumme ist, sein Freund ist starker Raucher und bekommt Krebs. Und deswegen kehrt er zurück und überträgt diese Aufgabe seinem Kumpel Jake Epping. Und der kehrt zurück in eine längst vergangene Zeit, wo er selbst noch gar nicht gelebt hat, und will den Mord an John F. Kennedy verhindern. Er ist teilweise auch in der Stadt Derry wieder unterwegs, kurz nach den Geschehnissen von S, also den Geschehnissen, die die Kinder erlebt haben. Er trifft auch zwei Charaktere, Richie und Beverly trifft er. Er trifft auch quasi Pennywise, also es wird nicht bewusst erwähnt, aber man spürt seine Aura. Und er merkt, kleine Änderungen sind nicht so schlimm. Aber sobald er versucht, was Großes zu machen, wie zum Beispiel den Vater des Hausmeisters an seiner Schule daran zu hindern, als der Hausmeister ein Kind war, den Rest der Familie abzuschlachten, wehrt sich die Vergangenheit. Dann hat sein Auto einen Platten, da bekommt er auf einmal Magenkrämpfe. Und sobald er dann, sobald ich dann versuche, John F. Kennedy zu retten, da wird sich die Vergangenheit richtig wehren, weil das ist ja dann ein historisches Ereignis, was ich verhindern will. Aber bis dahin hat er 5 Jahre Zeit. Und deswegen lässt er sich dann in einem kleinen Ort in Texas nieder und verliebt sich. Und mehr werde ich nicht sagen. Außer, das ist mein Lieblingsbuch von Stephen King. Ich finde das von vorne bis hinten grandios. Vom langsamen Beginn bis zum wirklich schönen Ende. Ja, ich will nicht so viel sagen. Also ich finde es grandios. Ich hätte nie damit gerechnet, dass er so spät in seiner Karriere nochmal ein Buch raushaut, was mich so berührt auch.
The Wind Through the Keyhole, das heißt auf Deutsch einfach nur Wind. Ist nochmal ein dunkler Turmbuch und spielt zwischen dem 4. und dem 5. Also da erzählt Roland nochmal einen Schwank aus seiner Vergangenheit. Ja, es fühlt sich halt leider so ein bisschen überflüssig an. Deswegen kann ich es nur zu Average packen. Ich würde es sogar relativ weit runtersetzen. Man liest es halt, weil einem die Charaktere so viel bedeuten. Und es war schön, nochmal wieder ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Aber mehr auch nicht. Dr. Sleep. Fand ich sehr, sehr seltsam, als es dann hieß, er macht eine Fortsetzung zu Shining. Wie will man denn Shining fortsetzen? Und auf dem Papier klingt das auch super seltsam, so mit diesen Vampiren, die sich von dem Shining von Kindern ernähren. Und Danny Torrance, der Alkoholiker geworden ist, genau wie sein Vater. Ist auch wirklich eine richtig harte Einstiegsszene. Also ich glaube, jeder, der schon mal einen Kater in seinem Leben hatte, hat sich da so mit diesem armen Kerl verbunden gefühlt. Aber er hat da wirklich was ganz, ganz Großartiges rausgemacht. Und auch hier muss ich wieder einen Film erwähnen. Auch Mike Flanagan, der ja auch Gerald's Game verfilmt hat. Und Midnight Mass ist eine ganz fantastische Serie von dem Mann. Also der hat's richtig drauf. Dr. Sleep ist für mich einer der besten Stephen King-Filme, weil er es da irgendwie geschafft hat, die Buchvorlage, den Kubrick-Film und also von Shining und die Buchvorlage von Dr. Sleep zusammenzumischen und eine befriedigende Fortsetzung zu schaffen. Also das fand ich ganz erstaunlich. Mike Flanagan. Guter Mann. Und der Film unterscheidet sich auch an einigen Aspekten hier vom Buch. Deswegen kann man auf jeden Fall beides sich gönnen, weil beides richtig, richtig gut ist. Und ich habe kein Problem damit, Dr. Sleep unter, ja, Amazing vielleicht jetzt nicht, aber ja, doch, ich pack das zu Great. Joyland. Ich glaube, Joyland würde ich unter Amazing packen, wenn ich Amerikaner wäre. Und hätte ich jemals in meinem Leben viel Zeit auf diesen amerikanischen Rummelplätzen verbracht, die hier ein ganz, ganz großer Aspekt der Geschichte sind. Man fühlt sich so, als wäre man da. Man riecht dieses vielleicht etwas überzuckerte Popcorn. Aber die Amerikaner tun sich gerne Salz drauf, ne? Stimmt. Entschuldigung, Brad, wenn du das sehen solltest. Ich weiß, dass du Zucker auf Popcorn hast. Ja, man hört so dieses Gedudel der Karussells und ja, vielleicht den Geruch von dem Bier, was da verkauft wird. Und ach, das ist, das macht er, das ist richtig gut. Aber ja, es hat auch noch eine Mordgeschichte, der tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Aber das ist schon ein wirklich schönes Ding. Ich würde es, weil es ist so schön kurzweilig. Es gehört auf jeden Fall zu gut. Mr. Mercedes. Da wollte er gerne mal eine Geschichte erzählen, komplett ohne übernatürliches Zeug. Und das ist ihm auch gelungen. Es ist einfach nur ein Thriller. Und zwar ein sehr guter. Weil er auch einen wirklich tollen Hauptcharakter geschaffen hat, Bill Hodges. Ich habe ein bisschen was von der Serie dazu gesehen. Also Brandon Gleeson spielt ihn und das passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, weil ich Brandon Gleeson, als ich das Buch gelesen habe, immer im Kopf hatte. Ich weiß gar nicht, was ich vorher... Ich hatte vorher mit ihm... Ah, wie hieß der nochmal, diese dunkle Komödie mit ihm? Die werde ich jetzt... Im Video werde ich es jetzt hier oben einblenden. Also, Brandon Gleeson, großer Mann. Ihr kennt ihn vielleicht auch noch aus Braveheart, als Kumpel von William Wallace. Und die etwas Jüngeren kennen ihn als Professor Moody bei Harry Potter. Aber Mr. Mercedes ist auf jeden Fall das beste Buch der Hodges-Trilogie. Und deswegen packe ich es auch ganz nach oben. Revival. Da frönt er ein bisschen seiner Liebe für Lovecraft. Verliert zwischendurch aber so ein bisschen den Faden, weil das Buch auch wieder wirklich sehr, sehr lang ist. Aber im Gegensatz zu anderen Werken von ihm, die auch sehr lang sind und wo man dann denkt, so, ah, kann man vielleicht ein bisschen was rausnehmen, bleibe ich hier die ganze Zeit am Ball. Ich habe das Buch tatsächlich zweimal gelesen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Das war auch wieder so eine Zeit, viel Zug gefahren. Und ich habe das Hörbuch auch nochmal gehört. David Nathan ist sowieso der perfekte deutsche Sprecher für Stephen King-Geschichten. Also der Mann ist ja sowieso super. Also da bin ich immer am Ball geblieben, weil ich wollte immer wissen, wie diese Geschichte um diesen besessenen Pater weitergeht. Was hat er denn jetzt vor? Und diese Anfangsszene, wenn er seine Familie verliert und die dann findet, das ist so hart. Da gerät der Hauptcharakter fast so ein bisschen, also der Junge, der den Pater seit von Kindheitsbeinen an kennt, fast so ein bisschen ins Hintertreffen. Und für das Ende, was er da bringt, das so, um,
so dem Leser um die Ohren zu knallen. Um die Ohren, ja. Um die Augen. Das ist ja ein Buch. Da gehören schon Cojones dazu. Also meine Fresse, da war ich erstmal ein bisschen sprachlos. Das ist ein gutes Buch. Finders Keepers. Das Cover verrät es schon so ein bisschen. Das ist der zweite Teil der Hodges-Trilogie. Ist tatsächlich gar nicht so beliebt. Habe ich ein paar Mal mitbekommen. Ich fand es sehr, sehr gut, auch wenn Hodges und der Rest seines Teams erst ungefähr nach der Hälfte auftreten. Aber der kleine Junge, der die ganze Zeit im Mittelpunkt steht, der ist auch super. Und auch die Bedrohung ist angemessen. Ich finde, es ist ein gelungenes Buch. Jetzt muss ich schon ein bisschen sortieren hier. Ja. Fast geschafft. End of Watch ist das letzte Buch dieser Trilogie. Und da war ich beim Lesen leider etwas enttäuscht. Also nicht, weil es nicht spannend ist, denn das ist es. Aber da hat er sich ein bisschen sehr auf seinen typischen Tropes ausgeruht und er konnte nicht aus seiner Haut. Er musste was Übernatürliches einbauen. Und das fand ich schade. Deswegen kann ich es nicht besser als Average. Na, packen wir es denn hin? Ja, Top of Average ist in Ordnung. Das ist noch so eine süße Geschichte. Er hat auch mit einem seiner Söhne ein Buch geschrieben. Joe Hill ist das Pseudonym seines anderen Sohns. Jetzt ist es mir gerade eingefallen. Der wollte sich nicht unter dem Namen King versuchen, was ich verstehen kann. Owen King versucht es unter dem Namen. Joe Hill hat zum Beispiel die Vorlage für The Black Phone geschrieben. Der war, glaube ich, letztes Jahr im Kino. Gute Horrorunterhaltung. Muss man nicht gesehen haben, ist aber gut. Sleeping Beauties ist nichts. Ist eine Geschichte, die sehr frauenzentriert ist, was erstmal ganz spannend ist. Weil Frauen, wie war das? Genau, wenn Frauen einschlafen in dieser Welt, werden die von so einem Kokon umgeben und wenn man sie aufweckt, dann rasten sie aus und bringen dich um. Das klingt erstmal angenehm weird, da kann man was draus machen, aber das war, weiß ich nicht, nicht so ganz zu Ende gedacht und... Nee. Es ist leider pur. The Outsider, quasi der Grund, warum ich das jetzt mache. Wo bist du? Ach, da bist du. Hab ich ja schon am Anfang die Kamera gehalten. Das war das Buch, was ich gestern Abend durchgelesen habe, was das letzte Stephen King Buch war, was mir noch fehlte. Das Cover ist doch einfach geil. Finde ich richtig gut. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe. Weil der Name macht ja eigentlich schon neugierig. Die Outsider sind ja im King-Kosmos diese Wesen, diese großen, fast gottgleichen Dämonen, die die Menschen quälen. Die werden ja auch gerne mal Outsider genannt. Also jetzt zum Beispiel aus Dumaki, Perse ist das. Der bekannteste ist natürlich Pennywise. Also so diese Wesenheiten, die ja nicht in jedem seiner Bücher vorkommen, aber immer wieder mal. Und das hier ist auch ein, ja, auch so ein Wesen. Es ist auch relativ schnell klar, das ist dann schade, weil ich tatsächlich die erste Hälfte, wo es nur um Ermittlungen geht, wie dieser unmögliche Mordfall zustande gekommen ist, fand ich spannender. Danach kommen die doch schon relativ schnell auf das Thema Übernatürliches und Outsider und so. Das wird gefühlt ein bisschen zu schnell abgehakt. Finde ich schade. Da war ein bisschen mehr drin, es ist aber trotzdem wirklich gut. Würde ich aus seinem Spätwerk auf jeden Fall empfehlen. Ja, diese Gwendy-Bücher, weiß ich nicht, vielleicht war ich zu dumm dafür. Die waren mir irgendwie zu albern. Ich packe die jetzt beide hier rein, die haben mir nichts gegeben. Also muss ich kurz machen. So, 5 Stück noch. Ich habe ja auch eine trockene Kehle. The Institute. Das hat mir ein Freund mal geschenkt. Das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich schon ein bisschen länger nichts mehr von King gelesen. Und weiß ich gar nicht warum, aber das hat man ja manchmal so Phasen, da will man was anderes konsumieren. Und das war da, glaube ich, da war mein letztes King-Buch schon so 2-3 Jahre her. Und die ich da vorgelesen habe, waren wirklich eher hier aus dem unteren Bereich. Ich glaube, hier If It Bleeds und hier von Gwendy und
hier Sleeping Beauties, also wirklich seine letztere jüngeren Bücher, und die haben mir alle nicht so gut gefallen. Hier Later ist auch so eine Hard Case Crime Sache, die mir auch nicht besonders gut gefallen hat. Die packe ich auch schon mal. Ja, die war aber noch in Ordnung. Ja, na, pur war sie trotzdem. Kann ich schon mal hier hinschauen. Also ich war so ein bisschen raus beim Thema King. Hab ich dachte so, ja gut, ne, der Mann hat auch eine super lange Karriere hinter sich, der hat viel erreicht und es sei ihm auch gegönnt, dass er sich dann auch manchmal wiederholt. Ja, und dann kam The Institute. Dieses Cover sieht zwar so ein bisschen aus, als würde er nach Hogwarts fahren. Weil ich glaube, so ein See kommt im Buch gar nicht vor. Und es liest sich wirklich erstmal wie so ein typisches King-Buch. Es geht da wieder um Kinder, Jugendliche, die übernatürliche Fähigkeiten haben, um böse Leute, die das ausnutzen wollen, um Zusammenhalt, um Freundschaft. Aber das ist alles so charmant und auch irgendwie frisch geschrieben, obwohl es nur bekannte Sachen macht. Die Bösen, die sind auch richtig böse. Man hasst die, man will, dass denen ganz, ganz schlimme Dinge passieren, während die selber schlimme Dinge tun. Und ich weiß nicht, ob es an der langen Pause lag, die ich dazwischen den ganzen Büchern hatte, oder weil er sich dann doch wieder auf seine Stärken besonnen hat. Aber es hat mir wirklich, also hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, dieses Buch. Ja. So, gleich haben wir es. Billy Summers ist ein Buch, was auch zweigeteilt ist, quasi. Billy Summers ist ein Profikiller, der supergeil eingeführt wird. Er sitzt, ich glaube, an einem Bahnhof, wartet auf seinen Auftraggeber und liest so einen Archie-Comic und lacht da sehr, sehr tump drüber, wenn ich die Formulierung noch richtig im Kopf habe. Und es wird relativ schnell klar, er macht das, damit die Leute ihn für dumm halten. Also er weiß, in diesem Geschäft, da sagst du nicht irgendwann mal, ich kündige und dann bist du raus, sondern du wirst eigentlich beseitigt. Und er möchte gerne sich zur Ruhe setzen. Und deswegen hat er sich schon vor langer Zeit angewöhnt, so zu tun, als wäre er dumm. Dass er einfach ein Vollidiot ist, der einfach sehr gut mit Waffen umgehen kann. Und das spielt er zur Perfektion in dieser Rolle. Und dann, wenn er dann in der Stadt ist, wo er so ein hochrangiges Ziel erschießen soll, dann baut er sich da ein Leben auf, macht sich mehrere Fluchtpläne und super gut durchdacht. Und dann so ab der Hälfte passiert was, was seine Pläne komplett durcheinander bringt. Ich fand dieses coole, strukturierte, dieses Profikillers in der ersten Hälfte viel spannender. Aber danach wird es so eine Art Rache-Thriller. Oh, habe ich da gerade zu spucken. Und der ist auch sehr, sehr gut. Hat auch noch einen netten Verweis auf ein älteres Buch von ihm, was wir auch sehr weit oben in dieser Liste haben. Es ist aber diesmal nicht der Dunkle Turm ausnahmsweise. Und deswegen kann ich es doch guten Gewissens in Grade packen. Es hat mir wirklich gut gefallen. Fairy Tale. Von der Prämisse quasi wie Talisman. Und ja, das ist auch ähnlich, aber doch eigenständig genug. Außerdem hat dieses Buch Raider, das ist ein Hund. And she's a very good girl. Wieder eine schöne Fantasy-Geschichte. Das ist quasi das, was ich mir von The Black House gewünscht habe. Und es ist wirklich, es ist toll. Es hat mich so gefreut, dass er dann so, selbst in den letzten Jahren mit Institute und Billy Summers und Fairy Tale nochmal wirklich Bücher rausgehauen hat, die mir so viel bedeutet haben. Ist jetzt sehr biased, ne, dass ich die dann alle so weit nach oben packe, aber fuck it. Oh ja, Holly. Holly ist die Assistentin von Bill Hodges, ja, von Mr. Mercedes und Finders Keepers und End of Watch. Die kommt auch in Outsider vor und auch noch in ein, zwei Kurzgeschichten. Also Stephen King hat auch schon häufig gesagt, das ist sein Lieblingscharakter, den er je erschaffen hat. Verstehe ich nicht so ganz. Ich finde die nicht so spannend. Die ist in Ordnung, aber das Buch ist in Deutschland auch noch gar nicht raus. Aber ich habe ja Kumpel, der mir das zugeschickt hat. Und dann habe ich es auch gelesen. War nicht so gespannt drauf, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so der größte Fan von Holly und hat sie auch noch ein eigenes Buch bekommen. Aber ich war angetan. Aber mehr auch nicht. Ich würde es, ja, besser als Blaze, Bazaar, Justine. Ja, das ist gut aufgehoben. Ja, das war's.
gucken wir mal durch. Ja, Essen muss schon weiter nach vorne. Wenn ich den dunklen Turm liebe, kommt das da auch hin. Das kann so bleiben. Ja, das On-Writing ist halt ein eigenes Ding. Aber das muss trotzdem. Es ist in dieser Liste drin, deswegen wird es auch erwähnt. The Long Walk. Ja, doch, The Long Walk. Da habe ich wirklich jeden Schritt von diesem armen Kerl so mitempfunden. Deswegen kann das wohl hier bleiben. Ja, die dunkle Turmbücher, die könnten bleiben auf jeden Fall hier. Duma Key. Oh, das habe ich wirklich sehr weit nach oben, ne? Aber ich finde es auch echt gut. Ne, das bleibt hier. Misery sowieso ist sehr gut da. Ja, kann ich auch so mitleben. Ja, The Stand ist wirklich so, dass. Ja, komm, nein, das muss. Ich pack's zu great. Ich pack's zu great. Ist für offizielle Listen mit Sicherheit trotzdem immer noch zu niedrig, aber es ist mir jetzt auch egal. Also, ich hab's ja erklärt, warum ich nicht der größte Fan von The Stand bin, aber es ist schon wirklich gut. Also bis great würde ich sagen, kann man sich blind aus dem Bücherregal ziehen und durchlesen. Natürlich bei Dunkle Tour mit dem ersten Buch anfangen, ist logisch. Und bis gut machst du. Ach, vorher hat. Ah, da bin ich noch zu frisch unter dem Eindruck. Nein, komm. Packen wir hier hin. Ist in Ordnung. Ja, pur, das ist auch in Ordnung. Ja, komm. Machen wir so. Ja, damit bin ich zufrieden. Speichern wir.